Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und ich habe ja letztens mit Thermonagellack diesen Stimmungsstift selber gemacht. Ein Stift, der die Farbe verändert, wenn er erwärmt wird. Muss man immer ganz schön lange reiben, bis der dann warm wird und bis er die Farbe verändert. Dann wird er so ein bisschen pink. Ihr könnt euch auf jeden Fall das Video gerne nochmal ansehen. Und ich habe jetzt noch weitere Nagellacke bestellt. Die sind von einer anderen Marke, aber vom Prinzip sind die genau gleich. Das ist einmal rosa-weiß und einmal hellblau-weiß. Habe ich beide bei Amazon bestellt. Und ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass die jetzt wirklich für Nägel geeignet sind. Also ich wollte mir die eigenen Nägel damit lackieren, aber da steht wieder für Kunstnägel mit drauf. Deswegen muss ich mir überlegen, was ich damit jetzt anmale, damit wir noch einen weiteren Stimmungsartikel herstellen können. Ich habe etwas Schönes gefunden. Das ist ein Anhänger, also gefunden in meinen Sachen natürlich, nicht auf der Straße, sondern das ist so ein Schlüsselanhänger, wo man eigentlich ein Foto reintun kann. Also das kann man hier öffnen und ein Foto reinlegen, oder ich habe jetzt so eine schöne Blumenpappe da reingelegt und da kann man eigentlich einen Schlüsselanhänger dran machen oder sich das Ganze umhängen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt mit diesem Nagellack anmalen werde. Dann kann man das auch so in den Händen halten und wärmen. Und vielleicht verändert sich dann die Stimmung. Also ich bin mal gespannt, ob man das gut lackieren kann mit dem Nagellack. Ich werde es einfach ausprobieren und ihr könnt dabei sein. Ich fange mal mit Rosa an. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Also so ein hellrot ist das eigentlich eher. Und da male ich jetzt eine Herzform mit hier drauf. So genau das Muster verstecke ich. Und vielleicht, wenn das dann weiß wird, dann kann man das Muster wieder dadurch sehen. Das wäre ja eigentlich ideal. Man muss einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich mache auch lieber wieder mehrere Schichten, damit es schön deckend ist. So, und wenn das getrocknet ist, dann male ich die andere Seite mit hellblau an. Der hellblaue Nagellack ist echt richtig, richtig schön. Der ist so schimmernd, also so Perlmuttglanz. Der gefällt mir echt am besten, glaube ich, bisher von den Nagellacken. Also eine ganz, ganz tolle Farbe, hellblau. Und dann auch noch so schimmernd. Man kann natürlich jetzt auch hier noch so ein paar kleine Punkte oder so mit drauf malen. Also ich könnte ja so ein Muster gestalten. Mal schauen. Das Stimmungsherzchen ist jetzt getrocknet. Hier habe ich rot mit blauen Punkten. Und auf der Rückseite einfach nur blau. Und ich finde, das ist ein super schöner Blauton. Habe ich ja eben schon gesagt. Der schimmert richtig schön und ja, glänzt. Und auch so die Farbe. Es ist einfach ein richtig tolles Blau. Und hier das Rosa gefällt mir auch echt gut. Mir gefällt gut, dass das so matt aussieht. Also das ist eben sehr glänzend. Aber das sieht so ein bisschen rau auch aus. Also sieht toll aus. Bisher hat sich jetzt von den Farben noch nichts verändert. Ich halte das mal ganz kräftig fest mit den Fingern. Mal schauen, ob sich dann was verändert von den Farben. Ja, bisher noch nicht. Vielleicht muss ich hier wieder so drüber reiben, bis das schön warm wird. Ja, es wird schon heller. An der Stelle, wo ich reibe, wird es heller blau. Ja, jetzt fast schon ein bisschen weiß sogar. Ah, sieht gut aus. Jetzt halte ich es nochmal ganz schön warm in den Händen. Ich habe das jetzt nochmal in den Handflächen hin und her gerieben. Und es wird wirklich richtig hell und man erkennt sogar ein bisschen wieder das Muster dadurch. Schade ist, weil ich so kräftig gerieben habe, hat sich auch ein bisschen der Nagellack verschmiert, aber ja, vielleicht hätte ich es noch ein bisschen länger trocknen lassen müssen. Aber das wird dann richtig hell. Aber so gut, das kann man das Muster daraus nicht mehr erkennen. Also deswegen eigentlich egal, ob man dann noch ein Blumenmuster in die Mitte macht oder nicht. Das macht keinen großen Unterschied. Aber man kann auf jeden Fall was toll damit gestalten. Und gerade so ein Herzchen, finde ich, so ein Stimmungsherzchen, wenn man das dann hält oder sich umhängt und dann verändert das die Farben, dann ist das wirklich ein richtiges Stimmungsschmuckstück. Ich finde, ein bisschen extremer sah es noch bei dem anderen Nagellack aus. Das war ja dunkel und dann hellrot. Und hier dieses Weiß, das verschwindet auch mal ganz schnell wieder. Nochmal kräftig hier reiben.
und Wärme erzeugen. Ja, in der Mitte ist es hell. Und wenn man kurz wartet, dann wird alles wieder hellblau. Ja, da kann ich auf jeden Fall noch einiges mit ausprobieren. Jetzt habe ich ja drei Nagellacke. Also rosa, weiß, hellblau, weiß und rosa oder rot, ganz dunkelrot. Vielleicht fällt euch noch was Schönes ein, was man damit so machen kann. Vielleicht fällt euch noch ein, was ich damit lackieren kann als Stimmungsring vielleicht. Vielleicht mal einen Ring damit anmalen. Das wäre auch eine gute Idee. Jetzt habe ich erstmal so ein Stimmungsherzchen. Ja, wie hat euch das gefallen? Welche Farbkombination gefällt euch am besten? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch was in die Kommentare. Also, was ist eure Lieblingsfarbkombination hier? Ist es von dunkel zu hellrot, blau zu weiß oder rosa zu weiß? Einmal alles unten reinschreiben. Und sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr noch nicht auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke geklickt habt, neben dem Abonnieren-Button, dann macht das noch, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Tschüss!